Selbst gebaut. Mit dem richtigen Werkzeug, dem passenden Zubehör und ein bisschen handwerklichem Geschick können Sie sich Ihre Holzterrasse ganz einfach selber bauen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Und Schnappschuss. Eigentlich könnten die Urlaubsschnappschüsse ein richtig gutes Bild fürs Wohnzimmer abgeben. Man muss nur wissen, wie man das Foto richtig inszeniert. Wie das am besten klappt, verrät ein Profi. Kennen Sie das, liebe Zuschauer? Wir machen Tag für Tag Unmengen von Bildern. Doch wie viele Bilder drucken wir uns am Ende wirklich aus, sodass wir damit vielleicht unsere Wohnung verschönern können? Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie Bilder machen, die Ihr Zuhause wirklich schöner machen. Und wir sprechen auch mit einem Experten darüber, wie Sie das perfekte Bild machen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Nachhaltigkeit ist ein schwammiger Begriff. Speziell im Bausektor spricht man oft von nachhaltigem Bauen. Doch was versteht man unter nachhaltigem Bauen? Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen will die Begrifflichkeit nun nachhaltig fixieren. Was das bedeutet, das erzählen wir Ihnen jetzt. Vor allem in der Stadt sind wir von Gebäuden umgeben, Komplexen, die unser Leben bestimmen. Inmitten der Landeshauptstadt Stuttgart sitzt die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Sie bewertet Gebäude anhand unterschiedlicher Kriterien. Ein nachhaltiges Gebäude nach unserer Definition zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr bewusst Bauprodukte ausgewählt wurden, die schadstofffrei sind oder schadstoffarm sind. Das einen sehr hohen Fokus auch darauf legt, dass es den Nutzern in den Gebäuden gut geht, dass es energieeffizient ist und dass es einen positiven Beitrag zu seinem Standort und in Bezug zum Stadtquartier leistet. Auch das Medienhaus von Schwäbisch Media in Ravensburg, in dem auch Regio TV sitzt, ist ein Beispiel für nachhaltiges Bauen. Es wurde von der DGNB ausgezeichnet. Also das DGNB-System ist ein System der zweiten Generation, das sich sehr stark dadurch unterscheidet von den anderen Systemen, dass es sehr ganzheitlich ist, dass es den ganz gesamten Lebenszyklus der Gebäude betrachtet, sehr stark auf Ressourceneffizienz, Energieeffizienz und eine wirklich bessere Gebäudeperformance, wie wir das nennen, fokussiert und keine Checkliste. Ist, das heißt kein reines Abarbeiten von Maßnahmen, ohne den Bezug zum Kontext zu haben. Im Vordergrund stehen die Fragen, wie wird Energie gespart und inwiefern bieten die Räume ein arbeitsförderliches Umfeld. Diese Faktoren fließen in die Bewertung ein. Das bedeutet aber nicht, dass nur Bürogebäude nachhaltig gebaut werden. Ja, nachhaltiges Bauen ist für alle Gebäudearten umsetzbar. Unserer Meinung nach soll und muss es auch für alle Gebäudearten angewendet werden. Es geht ja darum, dass man mit der richtigen Haltung, mit dem richtigen Qualitätsverständnis unsere gebaute Umwelt positiv definiert, die richtigen Bauprodukte auswählt und sich für jedes Gebäude im Grunde die Frage stellt, was brauche ich an diesem Standort für diese Nutzung? Wir wollen ja etwas Gutes und Positives für die Umwelt, wir aber auch für den Menschen beitragen. Wie wird Energie gespart? Wie passt das Gebäude ins Umfeld? Und vor allem, mit welchen Materialien wird gebaut? Davon hängt es ab, ob Gebäude nachhaltig und damit zukunftsorientiert sind. Dann schauen wir mal, wie nachhaltig das nachhaltige Bauen am Ende für uns Verbraucher auch wirklich ist. Die Terrasse wird immer beliebter und das Wohnzimmer zieht immer mehr nach draußen. Egal ob Grillparty oder einfach nur gemütliches Relaxen. Und immer mehr Menschen bauen sich ihre Terrasse selbst. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich auch zu Hause ganz einfach Ihre Traumterrasse bauen können. Schon seit einigen Jahren erfreuen sich Holzterrassen großer Beliebtheit. Die Anschaffungskosten sind dabei allerdings nicht gerade gering. Wer ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt, kann die Terrasse auch selber machen. Damit bei Marke Eigenbau nichts schief geht, sollten einige Tipps beachtet werden. Also machbar ist es schon. Wie gesagt, es gibt ein breites Zubehörspektrum bei der Terrasse, beim Terrassenbau. Wichtig ist, dass man sich die entsprechenden Informationen anschafft und dementsprechend dann schaut, was zu beachten gibt beim Terrassenbau. Weil umso mehr auf die Details geachtet wird, umso langlebiger wird auch die Terrasse dann im Endeffekt. Beim Terrassenbau steht und fällt alles mit der Unterkonstruktion. Das verbaute Holz sollte möglichst nicht mit dem Erdboden in Berührung kommen. Dabei hilft ein Sand- oder Kiesbett und eine entsprechende Plane aus Vlies. Es sollte gut belüftet sein, damit es schnell trocknet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Entweder solche Setzlager hier in verschiedenen Höhen gibt es die dann, dass man verschiedene Unebenheiten ausgleichen kann.
mit Granulatpads ist eine Möglichkeit, die gibt es dann auch in verschiedenen Höhen. Oder dann gibt es noch so Keile, mit den Keilen kann man auch, die gibt es dann auch, wie gesagt, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Höhen. Dann kann man die Unebenheiten von der Unterkonstruktion ausbessern, dass man eben eine ebene Unterkonstruktion hat. Für die Unterkonstruktion kann entweder Aluminium oder Aluminium mit Holz verwendet werden. Der Vorteil bei der zweiten Variante, die Schrauben scheren nicht so schnell ab. Um die Terrassendielen zu belüften und Staunässe zu vermeiden, bietet der Fachhandel einfache Verbindungssysteme. Damit erzielen auch Einsteiger professionelle Ergebnisse. Dazu gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder ein EPDM-Band, wie wir es hier haben. Das wird auf die Unterkonstruktion draufgeklebt. Oder dann eben, wie gesagt, bei den speziellen Terrassenunterkonstruktionen ist es so, dass in der Mitte eine Vertiefung ist, wo die Terrasse dann automatisch belüftet wird. Eine sogenannte Montagezwinge ermöglicht ein exaktes Ausrichten der Holzdielen. Mit Abstandshaltern, die zwischen 6 und 8 mm breite Dehnungsfugen schaffen, gelingt ein gleichmäßiges Verlegen. Dann noch die Dielen, je nach Wunsch, sichtbar oder unsichtbar verschrauben. Und schon steht einem Sommer auf der eigenen Holzterrasse nichts mehr im Weg. Die meisten Bilder, die wir im Urlaub oder auch im tagtäglichen Leben machen, verschwinden am Ende des Tages irgendwo auf einer Festplatte. Aber das ein oder andere Bild wäre hervorragend dafür geeignet, die Wohnung zu schmücken. Wie Sie aus dem ein oder anderen Motiv ein echtes Kunstwerk für zu Hause machen, das zeigen wir Ihnen gleich. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro. Und zum Kuscheln. Wir bei Bolter machen Socken für alle. Auch für dich. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Das letzte Mal, als ich in Urlaub war, habe ich ungefähr 1000 Bilder gemacht, doch kein Bild hat es an die Wand geschafft, so wie hier. Diese Aufnahmen stammen von einem Fotoprofi. Aber es könnten auch unsere Bilder sein, die unser Zuhause schmücken. Sven Jachmann, Quirin Patzke und Caroline Heilig haben einen Fotoprofi über die Schulter geschaut, der den ganz besonderen Moment festgehalten hat. Ja, wir sind etwas außerhalb von Sipplingen zwischen die Streuobstbestände gefahren und laufen jetzt einen kleinen Fußpfad erstmal quer über die Wiesen zu einem Wald, der sich gleich öffnet. Und dort hoffe ich, dass wir mit schönem Blick auf den Bodensee noch so ein paar blühende Bäume finden. Es ist immer spannender für mich, wenn Wolken am Himmel sind. Da kann man oft irgendwelche dramatischen Sachen festhalten, die sonst nicht möglich sind. Mit blauem Himmel habe ich zwar ein Licht, das recht gut zu berechnen ist, aber es fehlt so das dramatisch Besondere, was manchmal vor allen Dingen später Richtung Abend auftauchen würde sonst. Normalerweise für einen Landschaftsfotografen ist so die Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang die Zeit, wo er unterwegs ist. Ich überlege mir, wie könnte ich das Bild aufbauen, und es gibt natürlich die Regeln vom goldenen Schnitt, zwei Drittel, ein Drittel. Die sind eigentlich dazu da, um sie immer mal wieder zu brechen. Man spielt mit Schärfe und Unschärfe, das mache ich hier an diesem Baum jetzt gerade und fotografiere da so ein bisschen durch die Blüten hindurch.
die im Vordergrund unscharf werden, versucht den Hintergrund mit der Dorfkirche scharf zu bekommen, sodass es ein bisschen ein Foto ist, was so ein gewisses Etwas hat. Ich versuche mal vielleicht von der anderen Stelle, an die wir noch gehen, ob ich den Segler so ein bisschen in die Blüten einbetten kann. Vielleicht kommt einer ein bisschen weiter vorne noch mal vorbei. Und wenn wir etwas Zeit haben, dass da noch ein Foto gestaltet und abgewartet werden kann, dann könnte da auch noch was bei entstehen, ja. Doch, hat sich gelohnt, weil wir ein Segelboot gerade noch erwischt haben. Also, das ist hinter den Blüten verschwunden und vorher habe ich noch ein paar Mal abdrücken können. Es sind noch nicht so viele Boote auf dem See unterwegs. Ist auf der einen Seite ein Segen, auf der anderen Seite jetzt bei solchen Sachen wäre es natürlich schöner, wenn es ein paar Segel mehr wären. Aber ich habe die Blüte, ich habe das Segel dabei und dann schauen wir mal, was daraus entstanden ist. Es ist so nebenbei hier einer der wunderschönsten blühenden Bäume gewesen, also auch eine ganz herrliche Sicht wieder übers Wasser. Und ich komme immer wieder gerne her, egal ob es jetzt für ein Foto ist oder einfach nur so zum Genießen. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio, der Landschaftsfotograf Holger Spiering. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn ich jetzt zurückdenke im Urlaub, habe ich meistens nur ein Handy dabei oder die kleine Kamera. Reichen die Bilder aus, um solche wunderschönen Fotos zu machen? Ich hoffe nicht. Es ist so, dass die Handys inzwischen erschreckend gute Aufnahmen machen. Als Fotograf würde ich das auch sagen. Als Fotograf, genau. Aber es trennt sich dann gerade bei solchen Großbildern doch ein bisschen Spreu vom Weizen. Und ja, das ist jetzt auf den ersten Blick groß. Es gibt natürlich auch Bilder, die wirklich die ganze Wand einnehmen. Und da komme ich dann mit dem Handy Gott sei Dank schon an meine Grenzen. Mhm. Jetzt hatten Sie auch im Beitrag gesagt, da war ein Segler auf dem glitzernden Bodensee und unser Redakteur Sven Jachmann meinte, das ist ein tolles Motiv. Und Sie haben gesagt, sieht irgendwie ein bisschen langweilig aus. Was hat da gefehlt? Das war die Situation einfach, der ich in dem Moment nichts abgewinnen konnte. Es waren Lichtverhältnisse, die nicht ganz optimal waren. Es war dies in der Luft, so ein bisschen Feuchtigkeit. Keine wirkliche Struktur und der Segler, der sah auf dem See ein bisschen verloren aus. Also es gibt Situationen, da ist die Leere gerade das Interessante, aber das kam mir in dem Moment nicht so vor. Also jetzt sind wir ja alle keine Fotoprofis sozusagen, also die Zuschauer und ich nicht, sondern wir haben einfach Spaß daran, etwas zu machen. Wann ist jetzt eigentlich die perfekte Tageszeit vielleicht, um Bilder zu machen oder um Wolken zu fotografieren oder um jetzt solche schönen Panoramaaufnahmen zu machen? Grundsätzlich für Farbfotografie ist es so eine Stunde nach Sonnenaufgang. Das heißt sehr früh aufstehen. Sehr früh, vor allen Dingen jetzt so in die Jahreszeit, wo also die Mittsommerwende kommt. Da muss ich dann manchmal, wenn ich auf die andere Seeseite möchte, also schon morgens um 3 oder so raus. Abends eine Stunde vor Sonnenuntergang, wenn ich mal schöne Schäfchenwolken haben möchte. Die sind meistens nur um die Mittagszeit am Himmel. Da kann ich dann genauso wie bei Schwarz-Weiß-Fotografie doch auch mittags um 12 mal los. Aber es sind einfach die Schatten länger, es gibt mehr Tiefe im Bild, mehr Struktur gegen Abend. Die Farbstimmung wird anders dadurch, dass die Farben satter sind, Farbtemperatur ändert sich. Und deswegen, wer schöne Farbbilder haben möchte, der sollte also mit tiefstehender Sonne unterwegs sein. Wenn man jetzt die Bilder von Ihnen anschaut, dann fällt einem auf, viele von uns hätten vielleicht einfach nur das Schiff fotografiert, andere die Steine und das Schiff im Hintergrund unscharf. Wie wird jetzt ein Bild komponiert? Weil das ist ja eigentlich eine Komposition. Es gibt so gewisse Regeln mit goldenem Schnitt, aber... Was ist der goldene Schnitt? Der goldene Schnitt ist ein bestimmtes Seitenverhältnis. 2/3, 1/3, das ich, wenn ich es verwende, gut anwenden kann, um ein etwas interessanteres Bild zu bekommen. Es wirkt meistens langweilig, wenn der Horizont nur in der Mitte liegt. Aber letztlich macht es, glaube ich, jeder Fotograf aus dem Bauch heraus. Also diese Regeln, die sind alle da, um gebrochen zu werden. Es gibt da Bücher drüber. Und trotzdem, wenn man an der Stelle steht, dann muss jeder seinen eigenen Weg finden. Selber mache ich es also so, dass ich dann
an eine Stelle, die ich mir im Vorhinein überlegt habe, hingehe, mich erstmal 5 Minuten hinsetze, umschaue, was jetzt hier so auf mich wirkt, was das eigentlich Interessante von dem Platz ist. Und dann überlege ich mir, wenn ein Bus mit Touristen käme, auf welche Art würden die diesen Ort fotografieren, und versuche dann ganz bewusst oft, das ein klein bisschen anders zu machen. Jetzt haben wir auch oft Städte. Wie fotografiere ich eine enge Gasse in der Altstadt, sodass sie wirkt? Nicht mit dem Teleobjektiv. Also so viel würde ich schon mal sagen. Vermutlich mit einem Weitwinkel. Wenn ich es als Architekturfotograf richtig aufnehmen möchte, dann würde ich unter Umständen darauf achten, dass ich die Linien parallel habe, dass keine Verzerrung da ist. Man kennt es, wenn man unter einer Kirche steht, nach oben fotografiert, die fällt einem entgegen. Und gleichzeitig kann das natürlich aber auch wieder genommen werden, um es interessant zu machen. Und ich kann ganz bewusst die Linien stürzen lassen. Ja. Ich muss einfach versuchen, bei so einer engen Gasse zu zeigen, dass es eine Gasse ist und dass sie eng ist. Und dass ich in dem Fall eben ein bisschen zeige, wohin sie führt, und die Wände an der Seite vielleicht noch mit drauf spicken lasse. Jetzt haben Sie verschiedene Materialien auch mitgebracht. Ist jedes Bild für jedes Material geeignet, und welche Materialien gibt es? Es gibt Bilder, die zum Beispiel für Leinwand, wie sie hier unten steht, besser geeignet sind, Fotoleinwand. Das sind oft Aufnahmen, die eine Bewegung drauf haben, wo diese Struktur von der Leinwand wirkt. Persönlich mag ich Leinwand eigentlich gar nicht so gerne. Es hat immer ein bisschen Touch von einem Kaufhaus, vom Einrichtungshaus. Ich weiche als Fotograf, wo es mir auf die Qualität ankommt, wo ich zeigen möchte, wie hochauflösend gestochen scharf die Bilder sind, lieber auf Sachen aus wie Aluminium, Acrylglas, vielleicht auch ein gerahmtes Bild wie hier unten. Wir haben grundsätzlich 4 verschiedene Materialien als Standard. Das sind so die 4 gängigsten Materialien auf dem Markt. Da geht es also mit dem gerahmten Bild los. Holzrahmen, Aluminiumrahmen. Man kann es mit Passepartout oder formatfüllend anfertigen. Und was ist jetzt so das Beliebteste, was ich derzeit an Material habe? Das Beliebteste, würde ich sagen, im etwas hochpreisigen Bereich ist Acrylglas. Mhm. Da kommt eine unheimliche Klarheit vom Bild hervor. Es ist sehr teuer, weil es viele Arbeitsschritte sind. Es spiegelt auch, aber im Gegensatz zum gerahmten Bild oder zu Aluminium auch, akzeptiert man es beim Acrylglas, dass diese Spiegelungen modernen Eindruck geben und einfach da sind. Jetzt gibt es ja auch noch den großen Trend der Fototapeten, wo ich sage, mein Lieblingsfoto ziert die ganze Wand. Reicht dazu ein Handy aus, oder was brauche ich dazu mindestens? Für eine Fototapete würde ich kein Handy nehmen. Da braucht man dann, um eine Qualität zu erzielen, doch eine sehr hochauflösende Kamera. Aber es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht in die Ausrüstung allzu viel investieren möchte, die Fotos auch im Nachhinein so ein bisschen abstrakt werden zu lassen, um gewisse Schwächen zu verbergen. Und da könnte ich dann zum Beispiel mir auch eine Fototapete denken. Dann mache ich da einfach ein Aquarell draus oder irgendwas anderes in der Richtung. Ja. Herr Spiering, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns hier im Studio. Gerne. Liebe Zuschauer, danke. Bei uns geht es gleich weiter, und zwar mit Wohnträumen in Jugendstilvillen und in historischen Fachwerkgebäuden. Wer sich so ein Haus kauft, der hat wirklich einen Traum vor sich, aber muss auch investieren. Und was er dabei beachten muss, das erfahren Sie gleich. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro. Und zum Kuscheln. Wir bei Bolta machen Socken für alle. Auch für dich. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel.
Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Denkmalgeschützte Immobilien sind Liebhaberstücke, aber auch teilweise hervorragende Geldanlagen. Doch die alten Gebäude zu renovieren und zu sanieren ist aufgrund der Vorgaben gar nicht so einfach. Wir haben uns mit einer Besitzerin und einem Experten darüber unterhalten, auf was es dabei genau ankommt. Dieses Haus stammt von 1561. Das hat man herausgefunden, indem man die Holzbohrungen analysiert hat. Das kann man anhand der Jahresringe feststellen. Was es genau damals war und von wem es erbaut wurde, wissen wir nicht genau. Es gibt Gerüchte, es soll ein Gewürzhändler gewesen sein, es könnte auch von den Klöstern hergekommen sein. Auf jeden Fall war es am Anfang ein sehr wohlhabendes Gebäude. Um 1900 wurde es dann zum Armenhaus. Charakteristisch dafür ist der große Mittelflur mit vielen abgehenden Türen in kleine Zimmer, um möglichst viele Menschen unterzubringen. Im Laufe dieser Zeit wurde das Haus viermal umgebaut. Die Außenwände wurden ersetzt, sie waren ursprünglich komplett aus Holz, sind jetzt mittlerweile zu einer Hälfte aus massivem Stein, 60 cm dick, und die restlichen 50% sind Fachwerk. Es wurde also viel verändert in diesem Haus. Jetzt wird es wieder saniert und zum Wohnhaus umgebaut. Das bringt viele Herausforderungen mit sich. Denkmalgeschützte Gebäude müssen in ihrer Grundstruktur erhalten bleiben. Trotzdem will Christina Hansen wohnliche Räume schaffen. Ich sehe drei große Punkte. Einmal sind es die Fenster, weil natürlich die Fenster sind jetzt undicht und sie sind nicht besonders wärmedämmend. Da müssen wir schauen, wie wir einen Kompromiss finden, dass es die denkmalgeschützte Form einigermaßen erhält, aber trotzdem eine energetische Qualität herstellt. Das zweite sind die Decken. Die müssen wir sowohl brandschutz- als auch schallschutztechnisch ertüchtigen. Wir haben einmal das Problem, dass die Decken in Teilen schöne Holzdecken sind, Sichtdecken. Die dürfen wir so nicht überdecken mit irgendwas anderem, mit Brandschutzplatten oder Ähnlichem. Da müssen wir einfach individuelle Einzellösungen entwickeln, wie wir das richtig ausrichten. Und das Dritte sind natürlich die Außenwände mit der Dämmung. Weil wir haben, wie gesagt, eine Hälfte Steinwände, eine Hälfte Holzfachwerk. Wie wir das auf einen annähernd gleichen energetischen Standard bringen, das wird spannend werden. Zumal wir ja von außen auch nicht dämmen dürfen, weil es eben diese historische Ansicht beeinträchtigen würde. Nicht jede Schreinerei oder jedes Bauunternehmen kann denkmalgeschützte Immobilien sanieren. Ein solches Projekt fordert Experten und gute Konzepte. Was eigentlich die größte Herausforderung bei diesem Projekt jetzt ist, ist einfach, dass wir ein Dachgeschoss haben und es heute nicht mehr Stand ist, dass man da dann keinen Balkon dazu hat. Und das haben wir jetzt einfach durch einen abgesetzten Balkonturm sozusagen geschafft, also wie ein Pavillon. Das ist einfach dann auch vom Denkmal her dann ein Annähern an ein optimales Ergebnis und sowas. Ja, was eigentlich bei dem normalen Umbau eine Selbstverständlichkeit wäre, ist hier eben dann ein langer Annäherungsprozess, um dann optimal das hinzukriegen. Etwa 1,5 Jahre wird die Sanierung hier dauern, normal bei Denkmalschutz. Die Kosten sind immer vom Objekt abhängig, meist ist es aber etwas teurer als ein Neubau. Dafür hat man dann ein geschichtsträchtiges Zuhause, so wie Christina Hansen. Es ist ein bisschen Eitelkeit. Ich möchte einfach was haben, was nicht jeder andere hat. Es ist einfach ein individuelles Gebäude. Und gleichzeitig eben, ich finde es wahnsinnig spannend, sich vorzustellen, was dieses Haus alles erlebt hat, die Geschichte, die man auch noch erkennen kann. Und es ist auch, finde ich, eine gesellschaftliche Aufgabe, sein Erbe zu bewahren, dass auch die zukünftigen Generationen noch sehen können, wie war es früher. Das einfach um zu erkennen, dass es nicht immer so angenehm war wie heute. Und zuletzt auch noch, ich habe die Möglichkeiten, um sowas zu sanieren, dann habe ich auch eine gewisse Verantwortung, das zu erhalten. Das ist mein Beitrag zur Gesellschaft, also sozusagen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir hatten interessante Themen für Sie. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und der Suche nach dem richtigen Motiv. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann mit diesen Themen.
Outdoor-Küchen. Im Sommer wird das Leben nach draußen verlagert. Kein Wunder, dass Outdoor-Küchen immer mehr zum Trend werden. Wir haben einen Hersteller aus der Region getroffen, der individuelle und hochwertige Modelle herstellt. Traumküchen für die Terrasse. Und Fleischsommelier. Philipp Sonntag ist gelernter Metzger und zudem einer von 40 Fleischsommeliers in ganz Deutschland. Er weiß, worauf es beim Grillen ankommt und vor allem beim Fleisch. Das und mehr im Grill-Special von Bauen und Wohnen ab Montag, 29. Mai, 20:30 Uhr.